So, also mit den Gangleuten brauchen wir es gar nicht erst. Hallo. Mit denen brauchen wir es gar nicht erst zu versuchen. Hey, wir haben schon die ersten 6 Tütchen verkauft. Das kann wahnsinnig spannend werden, oder? Also mit den Nutten? Ich glaube, das sind gar keine Nutten, oder? Was sind denn das für welche? Mit denen scheinen wir aber ganz gut beraten zu sein. Sagen wir mal mit den üblichen Schlampen, die in Vice City so rumlaufen. Mit 3 cm Stoff am Körper. Nicht? Okay. Aber die scheinen ja guten Heißhunger zu haben. So wie diese beiden. Wunderbar. Und 2 weitere getätigte Deals. Ach, wir scheinen aller 4 immer einen Stern zu kriegen. Aller 4 Deals. Jetzt würde mich doch glatt mal interessieren, ob wir 2 Sterne kriegen, wenn wir noch den ersten Stern haben. Denn das wäre dann schon gemein. Wäre das. Wir werden es jetzt sehen. Nein, wir werden es nicht sehen. Gut, dann nicht. Aber da gibt es den Stern wieder drauf. Ach Mensch, da war noch jemand. Ach, egal. Also man darf sich wirklich nicht bewegen hier, wenn noch irgendjemand will. Dann haben die sofort keinen Bock mehr. Ist ja bescheuert. Gut, also wie gesagt, ich werde dann jetzt mal fröhlich meine Tüten verkaufen. Und wir sehen uns dann wieder, sobald ich nahe der 100er Grenze bin. Bis denne. I hate children! Ja, wie wir sehen, sind wir jetzt endlich bei 99 getätigten Deals und ich habe keinen Bock mehr, diese Mucke zu hören. Denn das ist nicht mein erster Versuch. Yay, die 100 sind geknackt. Das ist nicht mein erster Versuch. Denn zwischendurch bin ich von einem Bullen verhaftet worden. Diese Drecksäcke, da kann man fahren mit der Kiste und wird trotzdem verhaftet, weil diese Schweine sie einfach während der Fahrt an die Tür werfen und die Kiste so langsam ist, dass man sie nicht abschütteln kann. Also richtig nervig das Ganze und aus die Musik. Ach, wie herrlich. Ja, also noch ist noch nichts passiert, aber wir haben die Mission auch noch nicht abgeschlossen. Also der Abschluss findet ja durch den Ausstieg statt. Und, oder kann ich mit Tab? Kann ich mit Tab? Nein, kann ich nicht. Ja, dann kutschen wir nochmal hier zu den Haitianern, warum auch immer. Ach nee, doch nicht. Wir lassen uns natürlich nicht aussteigen, sondern wir steigen selber aus. Aber wir können mal hier rüber kutschen, denn ich will nochmal das Geld von unserem Anwesen einsammeln. Und da, so lange können wir noch mit dem Kistel rumfahren. Es schadet ja nichts. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das tatsächlich jetzt klappt. Und ich habe so ein bisschen Angst vor jedem Bullen, den ich jetzt an irgendeiner Straßenecke sehe. Also das war wahnsinnig nervig. Aber ich habe einen treuen Kundenstamm gefunden in Downtown. Da sind so viele Schlipsträger unterwegs, die mal so ein Tütchen für zwischendurch haben wollen. 1A kann ich nur sagen. Falls ihr mal Drogen verticken wollt, versucht's in Downtown oder in den Innenstädten. 1A. Und die Eiscremefabrik-Missionen sind endlich erfüllt. Die Cherry Popper Fabrik generiert nun bis zu $3000 Einkünfte. Naja, gut, ist jetzt nicht so viel. Da wären mir ein paar gepflegte Aufträge lieber gewesen, für die es dann auch etwas mehr am Ende gibt. Das Geld scheinen wir jetzt schon eingesammelt zu haben. Na gut, dann gehen wir mal hoch zum Heliport. Sacken uns zwischendurch gleich nochmal im Keller ein bisschen Gesundheit ein, beziehungsweise Panzerung. Her damit. Die nehmen wir auch mit und die auch. Irgendwie, ach ja, natürlich, ich bin ja verhaftet worden, natürlich habe ich dann auch keine Waffen mehr. Na toll. Gut, müssen wir mit leben. Ab zum Heliport. Ja, es steht was da. Das Doofe ist nämlich, der steht nicht immer da, der Heli. Manchmal hat man Pech und dann steht man auf einem leeren Dach und kommt nicht wieder weg so richtig, weil nichts da ist. Und wir gehen mal hier rein. Ja, ich bin immer noch der Langsamste. Niemand kann mich in meiner Langsamkeit schlagen. Hahaha, damit habt ihr nicht gerechnet. Hinein in die Kiste! Und wupp, geht's wieder schneller. Genau. So, dann fliegen wir jetzt erstmal zum Malibu Club, würde ich sagen, um ein bisschen Kohle einzusacken. Wir haben noch genau 3 Sachen, die wir kaufen können. Und zwar ist das einerseits eine Bootswerft, die
auf der Westseite der Insel gelegen ist, ganz im Süden. Und zwar dort, wo wir damals das Töff-Töff-Boot geklaut haben für Diaz. Das tuffig angemalte, angeblich schnellste Boot der ganzen Küste hier, der ganzen Südküste. Diese Werft können wir nun kaufen. Und die kostet bloß 10.000, dafür gibt es dort aber auch nicht viel. Da muss man nur ein Bootsrennen machen. Das können wir dann auch gleich noch machen, aber ich will eigentlich erstmal auf was anderes sparen. Wir können genauso noch den Pole Position Club kaufen, falls ihr euch erinnert. Das war die Stripper Bar, in der wir ganz am Anfang nach unserer ersten Mission oder im Zuge unserer ersten Mission Mercedes abgesetzt haben. Ja genau, diesen Pole Position Club können wir nun kaufen. Das ist eine Stripper Bar und diese Stripper Bar, was fliegt denn hier rum? Ich weiß gar nicht, wissen eigentlich. Diese Stripper Bar hat leider auch keine Missionen für uns. Um dort die Kohle zu kriegen, also um das Unternehmen so richtig zu erwerben, müssen wir ja uns einen stundenlangen Strip anschauen. Ich weiß gar nicht, wie lang man sich das Ganze antun muss, aber man muss einen gewissen Umsatz erreicht haben in dieser Stripper-Bar, um dann tatsächlich dort auch Geld verdienen zu können. Und auch da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Und das dritte, was wir uns kaufen können, ist dieses Gebäude, was wir hier unten sehen. Die Druckerei. Ja, mit der Druckerei ist das Problem, die kostet 70.000. Und wie wir sehen, haben wir 25. Das heißt, es ist noch ein gutes Stück Arbeit, bis wir das zusammen haben. Bei der Gelegenheit will ich aber gleich mal die Zeit mit euch totschlagen und mal die Nebenmissionen anschauen, nachdem wir hier im Taxiunternehmen das Geld eingesackt haben. Tür zu. Geld her. Nochmal 5.000. Na, Kollege, alles fit? Ach, hier gibt's jetzt auch. Kann man mal... Ach, wie schön. Das ist aber schick, oder? Dann fangen wir mal mit den Taximissionen an, wenn es hier schon dieses formschöne Zebra-Cap gibt. Caps Lock, Caps Lock, Caps Lock. Hier.